Yamodon. 1870. Auch hier jemand, der mir nicht wirklich bekannt ist. Und das sage ich meist, weil mir dann ja auch kein Stil bekannt ist, ja. Also wir sind ja hier so ein kleines Grüppchen. Je weiter man hochkommt, hat man ja doch eher die gleichen Gegenspieler. Und da kennt man so seine Gegner schon mit den verschiedenen Eigenheiten. Okay, hier der Supply Specialist ist ganz gut. Ariel könnte man hier nehmen. Also ich glaube, es ist hier tatsächlich wieder Supply. Hier ist man halt super eher anfällig, ja. Gucken wir mal. Und sehr langsam. Das ist auch mal ein Problem. Er ist jetzt wieder Speed. Also hier stelle ich mich jetzt auch halt defensiv auf. Man kann sowas auch offensiv spielen. Da muss man sich aber in der Breite in der Mitte aufstellen, dass er nicht an einem vorbeirennt. Ja, und das mache ich eigentlich nicht so gern. So, was natürlich gut ist, wir haben hier super Anti-Chuff. Wir können die sogar noch ein bisschen weiter außen stellen. Ist die Frage, stellen wir die hier auf eine Linie oder nicht? Ich denke, wir können das hier mal so machen. Das passt schon. Was holen wir jetzt hier für Chuff dagegen? Ich denke, am Anfang macht man mit Crawlern sicherlich nichts verkehrt. Man kann jetzt hier sicherlich auch Gleichfängst spielen, falls sowas kommt wie Runde 1 Wespen oder so Gedöns, ja, oder Runde 2, dass man da zumindest ein bisschen was hat. Aber ich finde das eigentlich immer ganz gut, diese Crawler hier am Anfang. Und jetzt schauen wir mal. So, muss ich mein Mikro hier ein bisschen näher ranstellen, glaube ich, oder? Okay, er stellt sich hier recht einseitig auf. Ich hoffe, die schwenken hier noch rüber. Deswegen stelle ich die immer, also die Sledgehammer immer eher zentral. Die gehen jetzt hier nach oben, das ist nicht so toll. Sobald er halt hier was hinstellt, aggroen die wieder anders, ja. Weil jetzt brauche ich hier nur den Tower einmal zu upgraden. Das ist der Nachteil für mich. Und dann sind diese ganzen Truppen, die hängen dann ewig da dran. Gut, die erste Schaffwelle ist hier schon mal gescheitert. Die zweite kommt hier noch durch. Muss ich mal sehen, vielleicht stelle ich hier nochmal so Sledgehammer hin oder nochmal ein Arclight, ja. So, jetzt hoffe ich, dass er hier nicht zu schnell alles tötet, dass ich hier noch den Debuff mit hole. Na, es bleibt hier leider kaum was stehen. Eine Tank ist hier nicht so erfolgreich, aber durch die schnellen Crawler kann ich hier wahrscheinlich den Debuff holen. Und dann sollte ich das hier sogar gewinnen. Ja. Sehr schön. Ja, und eigentlich will man ja auch nicht so schnell diese 100 Ressourcen hier investieren, ja. Muss man sagen, in die Verteidigung. So, was nehme ich denn jetzt hier? Die Phönixe sind natürlich sehr gut gegen den ganzen Rest hier, ja, muss man sagen. Die Artillerie ist hier aber auch gut gegen das, was er da hat. Und ich hatte gesagt, den Schaff räume ich eigentlich ganz gut weg. Also wahrscheinlich sollte man hier sogar den Phönix nehmen. Ich nehme ihn mal. Die Frage, ob man hier einen hinstellt noch oder ob das dann zu verloren ist. Hier nochmal Crawler. Nochmal Tanks, hatte ich gesagt. Ja, dann sind wir hier. Die haben eher so eine stallende Funktion. Die kann ich mal upgraden. Hier setze ich eine Rakete hin, falls sie hier mit Phönix irgendwie einfliegen will. Hier grade ich die ganz gern ab, weil die hier wird er wahrscheinlich nicht groß was investieren. Und dann sind die Crawler umso stärker hier und machen natürlich auch umso mehr Schaden hier auf dem Level 2 Tower. Ist natürlich die Frage, wenn er jetzt hier Artillerie spielt, muss ich natürlich auch noch irgendwas hier davor stellen. Oder wenn er hier Phönix spielt, das geht natürlich sofort hier drauf. Und das ist ganz übel. Stell den sogar mal noch ein bisschen weiter hinten hin. Weil was mir gefehlt hat, ist ja so ein bisschen Power gegen hier einzelne Ziele. Und da sind die natürlich ganz gut, ja. Jetzt müssen wir mal gucken. Eventuell gehen die Phönixe halt hier drauf und dann ist es ein bisschen doof. Da hätte es ein Argument gegeben, hier lieber Fangs davor zu stellen. Dass die eventuell hier auch noch auf die Phönixe gehen können. So, wie sieht das jetzt hier aus? Eigentlich ganz gut. Ja, aber Chaffklier ist ja trotzdem nicht gut genug. Und die Phönixe halten sich jetzt hier damit auf. Und er hat das hier geupt.
Das heißt, ich krieg den Debuff hier leider etwas zu spät. Also hier ist noch nichts verloren jetzt, logischerweise. Aber man sieht schon, die feindlichen Phönixe sind jetzt hier drauf. Ah, vielleicht kriege ich noch einen raus. Oh! Wie auch immer das jetzt hier funktioniert hat. Das kam mir jetzt sehr glücklich vor. Ich muss das hier aber nicht wirklich verkaufen, ja? Also, oder man möchte nicht, weil er natürlich hier immer noch ein Aggressor sein kann. So, Laser Sight auf den hier drauf ist natürlich eigentlich sehr gut. Gibt auch ein Argument dafür, Shield drauf zu spielen. Und selbst Wespen sind interessant. Aber ich glaube, ich nehme hier Reichweite drauf. So. Jetzt gucken wir mal. Theoretisch braucht man noch mal mehr Chaffclear hier auf der Seite. Ein Arclight ist sehr anfällig hier gegen sowas wie Phönixe. Das heißt, stelle ich hier tatsächlich noch mal Tanks hin? Ich glaube fast ja. Auch noch mal in dieser Formation. Und dann nehmen wir hier noch Fangs hinzu, die hier mit stallen. Hier könnte ich die auch fast noch mal mit hinstellen. Ich könnte mir jetzt hier sogar Macrage vorstellen. Aber ich hätte auch gern nochmal Fangs, ja. Hier an der Seite, ehrlich gesagt. Das mache ich auch. Stell mir hier nochmal Fangs mit auf. Vielleicht so. Gehen wir den hier ein Level. Ich meine, ein paar Tanks bleiben vielleicht drauf hängen. Kann man schon mal machen. Öl könnte man auch mal legen. Hätte ich vielleicht rein investieren sollen. Einfach, dass man es dann später nochmal hat. Okay. Sagt Macrage, finde ich auch ganz gut. Okay, er zieht die jetzt hier ab. Was an Macrage auch noch gut ist, dass diese Tanks dann hier auch mal schneller mitmachen, ja. Also sie greifen ja nicht nur schneller an, sondern bewegen sich auch schneller. Und ich glaube, das Level auf dem hier war gar nicht so schlecht. Schaut mal, hier gehen die Tanks drauf. Und die verbrauchen dann da doch etwas Zeit. Wofür hat er sich jetzt eigentlich entschieden? Für das Schild auf den Tanks. Ist auch nicht schlecht. Stallt auch. So. Ah, wenn er da halt nochmal ein Level vergibt, dann... Weiß nicht. Wird schwierig. Was wäre jetzt hier mein Feind? Wahrscheinlich ein Fortress. Tank Production Line. Das heißt, normalerweise ist es dann so, dass ich hier selbst einen Melter mal spielen sollte. Ich möchte es nur nicht zu früh tun. Ja, Tank Production Line ist eigentlich super. Brauche ich noch mehr Range? Ich glaube nicht. Ich skippe hier. Und leiste mir, denke ich, hier sämtliche Level. Und da Fortress gegen Phönix Gutes und gegen Sledgehammer sollte ich beides hier, glaube ich, nicht weiter unbedingt machen. Er hat jetzt hier halt ein Dreier-Level. Ja, das ist schon übel. Baue ich hier einfach nochmal Tanks hin. Eventuell. Macrage wollte ich unbedingt ausgeben. Nicht wirklich. Ich könnte Replicate drücken. Oder hier einfach nochmal was hinstellen. Ich will hier aber eigentlich nicht viel hinstellen. Nochmal Fangs, die ein bisschen später reinkommen. Ich mache nur eine ganz kleine Investition hier. Und den grade ich aber trotzdem ab. Falls er hier irgendwas Doofes macht, ja. Dass da nichts passiert. So, was war ich hier? Supply Specialist. Alles vergessen. Gucken wir mal. Was hat er denn jetzt hier gemacht? So. Er hat hier Mustangs dazu genommen. Okay, die sollen, denke ich, gegen meine
meine Fangs sein. Da fehlt noch ein bisschen der Wumms dann gegen seine Tanks, ja. Aber ja, nochmal Phönixe fühlt sich halt schlecht an. Nicht zu viel spielen von Sachen, wo dann alles gut ist gegen. So, hier wird es jetzt aber schwierig, ja. Ich hatte jetzt so ewig gestallt. Und das bringt mir hier so wenig, dass er jetzt hier insgesamt wahrscheinlich gewinnt. Ich habe keinen Anti-Air mehr. Die kriegen hier aber ein Level, oder? Dann mache ich da mal Level 3 Crawler draus. Okay, es überleben hier nur die Phönixe. Das ist in Ordnung. Das ist ganz gut. Bombardment kann man auch machen, ehrlich gesagt. Ich finde Bombardment für später halt super gut. Ich werde halt schilden. Die bekommen auf jeden Fall ein Level. Wie gesagt, man könnte hier Replicate spielen. Die brauchen ein bisschen mehr Wumms. Eine ziemlich schlechte Runde, um hier noch mehr R zu spielen. Ansonsten könnte man hier auch noch Phönixe spielen. Zwei Artillerie wären halt auch eine Möglichkeit. Aber ist Artillerie hier wirklich besser, wenn ich ja eigentlich schon Macrage Sledgehammer habe? Aber fast eher nein. Das macht auch nicht viel Sinn. Hier könnte ich auch nochmal ablenken. Beides ist besonders schlecht. Ich glaube, ich lasse hier nochmal eine zweite Fuhre mit nach vorn kommen. Ansonsten spiele ich noch ein bisschen mehr Chaff. Hier in der Mitte vielleicht nochmal. Hier noch ein Upgrade aus A-Öl wollte ich eigentlich spielen. Schwierig zu sagen. Aber ihr versteht vielleicht mein Argument, ja, jetzt hier Artillerie zu spielen. Ich habe ja schon gelevelte Sledgehammer. Dann spiele ich lieber mehr Sledgehammer und drücke dann vielleicht nochmal ein zweites Upgrade. Okay, also jetzt hat er hier die... Jetzt hat er eigentlich genau das gemacht, was ich erst sehen wollte. Jetzt gehe ich hier halt auf jeden Fall Melter. Ja, wir können jetzt diesen Trick, sag ich mal, nicht machen mit Elite-Phönixen hier. Dass wir eine sehr hohe Reichweite haben, weil die ja hier eh schon nah dran sind. Die Level 3 Crawler, die schnappen sich den Tower hier. Und ich glaube, jetzt muss ich eigentlich nur noch Melter bauen. Und er kann schlecht Melter gegen meine Melter bauen, weil ich so viele Sledgehammer davor habe. Die mehr oder minder heavy chuff sind. Sandworm ist natürlich insgesamt interessant. Man könnte hier ein UFO spielen mit Platte und das einfach hier hinstellen. Davor. Hier sind die Phönixe dann aber eventuell ganz gut dagegen. Sandworm da hinten. Ich glaube, man nimmt den Sabertooth. Der kann sogar mitkämpfen, aber ich möchte hier natürlich eigentlich Melter haben. Und auf den Meltern halt Reichweite. Jetzt die Frage, verkaufe ich den hier, damit ich halt noch Melter spielen kann? Und ich glaube, die Antwort ist tatsächlich ja. Öl. Field Recovery, den verkaufen wir hier. Reichweite. Und dann kommt noch ein Melter dazu. Was natürlich immer möglich ist, dass er hier noch irgendwas startet. Stellt man hier noch was hin, damit hier kein Unfug passiert, hat man dann einfach nur sinnlos einen Melter verloren. Ich kann ihn ja mal hier hinstellen, oder? Ist vielleicht ein ganz guter Kompromiss. Die könnten mal wegbomben. Beginnt er hier mit einer riesen Flanke? Wahrscheinlich nicht. Den kann man theoretisch ja auch mal ein Level geben. Ich könnte sogar einen Kredit ausgeben und versuchen, es hier zu entscheiden.
Ich lasse es mal. Wäre wahrscheinlich besser gewesen, aber jetzt treffe ich nur irgendeine dumme Entscheidung mit wenig Zeit. Kenn mich ja. Ah, okay, okay, okay. Ist klug von ihm, hier diese zweite Front aufzumachen. Zum Glück habe ich hier auch ein Upgrade vergeben, dass der nicht ganz so schnell fällt, beziehungsweise der Debuff dann nicht so lange dauert. So, jetzt ist hier der Strahl unsichtbar. Der stärkste Strahl. Muss mal upgraden. Hab nur ich das Upgrade. Da kann der Gegner nicht sehen, wo man angreift. Riesenvorteil. Gut. Jetzt könnte ich hier noch EMP ausgeben. Weil Schilde sind natürlich so eine Sache. Andererseits machen die auch die Schilde so schnell kaputt. Aber es reicht schon. Okay, wunderbar. Jetzt gucken wir hier nochmal. Also ich denke, es war eine sehr gute Entscheidung, dass er hier aggressiv gewesen ist. Aber da muss man ein bisschen abwägen. Ja, hier bin ich sehr offen. Hätte klappen können von ihm aus. Und man will ja hier eigentlich nicht Melter hinstellen, weil wenn er sich dann für hauptsächlich Aggression hier entscheidet und man dann hier verliert deswegen und man hier einfach diesen Melter hat, der ewig hier nach vorne stapft, dann ärgert man sich natürlich total, ja. Aber es hat für ihn nicht so richtig hingehauen. Und die Sledge haben sehr gut funktioniert, weil sie zwar eigentlich nicht die optimale Antwort so auf das waren, was er da hat, aber eine sehr gute Überbrückung, bis man dann etwas tun konnte, was dann halt die optimale Antwort auf die gegnerische Reaktion gewesen ist, ja. So, jetzt gucken wir mal noch, wie sich das hier ausgewirkt hat von den Punkten her. 15 Punkte dazu und jetzt hier bei 1983.